So, wieder hallo, ich komme zurück zu einem wunderbaren weiteren Video und heute, ja, geht es um das kommende Forza Motorsport. Vorhin war der Xbox und Bethesda Games Showcase und ich bin relativ spannend reingegangen, dachte so, wir werden nicht viel zu Forza Motorsport sehen oder beziehungsweise vielleicht gar nicht sehen, weil Forza Horizon ja momentan noch am Start ist. Aber wir wurden nicht enttäuscht und es gab sogar was zu sehen. Es gab heute sogar mal ein bisschen, endlich mal richtiges Gameplay vom Spiel zu sehen. Vorher war ja immer sehr, sehr viel Blabla und dieser eine Trailer und das war's, was wir zum neuen Forza Motorsport bisher so erblicken durften. Und das hat sich heute mal geändert. Da wollen wir natürlich ein bisschen drüber reden. Was ihr heute nicht erblickt, ist nebenbei die Facecam. Also ich bin heute mal nicht zu sehen. Das liegt daran, ich hatte es heute so mit Heuschnupfen aus dem Leben geschollert. Sieht aus, als hätte ich die letzten 20 Jahre gekifft. Und das möchte ich euch nicht antun. Lieber tue ich euch schönes Gameplay im Hintergrund an. Dementsprechend die Tage sieht man sich wieder, ihr wisst Bescheid. Heute wurde nämlich Gameplay gezeigt. Wobei man sagen muss, es ging heute eher um die allgemeine Optik und das Ganze im Hintergrund von Forza Motorsport, als jetzt um, wie spielt sich Forza Motorsport, wie funktioniert die Karriere, was sind die Gameplay-Inhalte. Das haben wir heute alles nicht geklärt bekommen. Aber das werden wir, denke ich, bis zum Release klären, der auch bestätigt worden ist, beziehungsweise nicht auf ein genaues Datum, aber die Richtung haben wir zumindest, nämlich im Frühling 2023 soll Forza Motorsport für die Series S und X released werden. Und ich schätze auch für den PC, das haben sie jetzt nicht offiziell bestätigt, aber ich denke mal, PC dürfte da auch mit drin sein. Das würde mich zumindest wundern, weil Xbox das jetzt die letzten Jahre eigentlich immer so fährt. Dementsprechend, Frühling kommt das Ganze raus. Und das ist persönlich meiner Meinung nach schon früher, als ich erwartet habe. Weil wir haben jetzt erstmal die erste Expansion von Forza Horizon 5, die jetzt, Gott sei Dank, nächsten Monat schon kommt. Und dann kommt natürlich noch eine weitere. Und dann habe ich ja gedacht, okay, dann wird eben Forza Motorsport der große Weihnachtstitel oder so nächstes Jahr. Kann ja sein, dass es halt nochmal so lange dauert. Gut, Ding braucht Weile. Aber das ist nicht der Fall. Ja, wie gesagt, Frühling können wir schon loslegen. Und das ist sehr, sehr geil. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Und heute haben sie halt, wie gesagt, Gameplay gezeigt. Und das lasse ich im Hintergrund auch laufen. Und das sieht wirklich phänomenal geil aus. Es ging so ein bisschen eben darauf, wie sie das Ganze designt haben. Und so wurde alles, wie mittlerweile bei vielen Spielen, über Photogrammetry und 3D-Materialscan umgesetzt, weil dadurch kriegt man diese sehr, sehr fotorealistischen Texturen hin. Dann gab es noch 3D-Grashalme, 3D-Bäume, also die ganze Natur, wo du arbeitest. Das Ding sieht einfach sehr, sehr geil aus. Man sieht die neue Engine, die sie für neue Forza Motorsport nutzen, wirklich, die hat Power. Vor allem auch so Natur und Vegetation. Das war nicht immer so das Highlight bei den letzten Forza-Teilen. Und das sieht einfach wirklich natürlich und sehr, sehr geil aus. Da können wir uns auch schon mal auf die nächsten Forza Horizon-Teile freuen, weil da wird diese Engine ja dann in Zukunft auch ihre Arbeit leisten. Klar, ein bisschen runtergetaktet, weil mit der Power kannst du das auf dem Closed-Track Racer nicht unbedingt in eine Open World reinschmeißen. Aber an sich kriegen wir diese grafische Qualität ähnlich auch. Ja, dann neues Feature, was jetzt endlich reingekommen ist, dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Das hatte Forza Motorsport vorher einfach nicht. Und jetzt mit dem neuen Ableger kommt ein dynamischer Tag-Nacht-Wechsel rein. Und natürlich auch Wetter-Settings, dies, das. Und da ist der wichtige Punkt, auf allen Strecken. Das ist ja bei vielen Rennspielen, wenn das immer so kommt, ey, wir haben dynamische Sachen. Ja, nicht überall, aber auf manchen Strecken haben wir es. Und nein, Forza Motorsport wird dynamischen Tag-Nacht-Wechsel und schöne Wetter-Settings auf allen Strecken bieten. Dementsprechend, da könnt ihr komplett euch austoben. Wir sehen, das ganze Gameplay im Hintergrund ist eben momentan auf Maple Valley. Das ist ja die Forza Motorsport-Strecke, die seit 2005 dabei ist. Dementsprechend natürlich eins der Aushangsschilder der Spieleserie. Und die wurde auch natürlich, wie alle anderen Strecken, komplett neu gemacht. Also das ist jetzt nichts hier, wir nehmen Strecken von Forza Motorsport 7 und machen die ein bisschen hübsch. Nein, nein, das ist hier alles von Grund auf. Deswegen dauert es auch so lange, weil halt wirklich keine Assets übernommen werden, sondern ja, da wird sehr viel neu gebastelt im Hintergrund, damit das so schön aussieht und natürlich auch mit den neuen Engine-Sachen wunderbar funktioniert und natürlich auch das Beste rauszuholen ist. Eine Sache, die auch grafisch natürlich direkt ins Auge fällt, und das ist, muss ich auch sagen, wirklich ein krasser Sprung und ich, wie gesagt, selbst Gran Turismo liefert das momentan noch nicht ab, ist Realtime Raytracing. Und jetzt nicht eben im Fotomodus oder Forza Vista oder im Menü, im Replay. Nein, Realtime Raytracing wirklich während der Fahrt. Also Realtime während des Rennens, nicht im Replay, nicht nachgerendert, gar nichts. Das ist, während du Rennen fährst, hast du Raytracing. Und das ist wirklich schon eine Nummer, dass sie das aus der Series X so rausprügeln. Ich weiß halt natürlich nicht, was diese grafischen Sachen alles auf der Series S am Ende aussehen werden. Das muss man natürlich mal sehen. Die Series S hat natürlich hier und da ein bisschen weniger Power. Aber natürlich, die Series X wird das abfeuern können. Und das sieht wirklich, wirklich geil aus mit ihren Reflexionen und dann der Natur. Es ist wirklich wunderschön, muss man einfach sagen. Also es sieht wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Auch was sie abgeändert haben, ist das Schadensmodell. Beziehungsweise nochmal ein bisschen überarbeitet worden. Sie haben gemeint, ja, hier Motorsport, richtiger Motorsport, auch richtige Schadensmodelle.
wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass das Schadensmittel von dem R8, was man gesehen hat, jetzt nicht unbedingt einem echten Hit entsprechen würde, wenn der da so reingeslampt worden würde in den Reifenstapel. Da wäre höchstlich Rennende und die Karre wird querverteilt auf der Strecke liegen. Da möchte ich jetzt nicht reingrätschen. Also das wäre, und da fliegt ein bisschen mehr ab. Das fliegt nicht wirklich Karosserieteile ab, muss man leider sagen. Das ist ein bisschen, ich weiß wie gesagt nicht, ob das an Lizenzen liegt oder man möchte es nicht umsetzen, dies, das, ich weiß nicht. Aber krasses Schadensmittel würde ich es jetzt halt nicht betiteln. Wobei sie halt eher auf den Detailgrad gehen, den so diese Deformation oder die Kratzer am Auto selber machen. Weil die Kratzer selber haben, ich sag mal, verschiedene Level, die sie erreichen können. Sie können durch den Lack gehen, durch das Material darunter. Also dementsprechend, du siehst halt, wenn du so einen Einschlag hattest oder eine Leitplanke gekratzt hast, so wie tief dieser Kratzer ins Material reingeht. Also das halt jetzt nicht nur einfach oberflächlich so eingekratzt, sondern wirklich der Wagen hat so, sagen wir mal, mehrere Schichten gewissermaßen, die da eben dann abblättern, wie man gewöhnt sagen möchte. Das haben sie so rein simuliert. Natürlich haben sie jetzt nicht beschädigt, aber da kann man von ausgehen, natürlich wird die Schadensmittel auch wieder nicht nur rein optisch sein, sondern natürlich auch technisch sich auf das Auto abwirken. Wie gesagt, Forza Motorsport möchte ja wie immer eine, ich will es mal Simcade sagen, es ist für mich keine Full-Simulation, das könnte Rüsmo ja auch nicht, sondern halt so gut Mischmann machen, aber natürlich viel mehr Simulation bieten als ein Forza Horizon, das ist natürlich auf jeden Fall klar. Und das sieht man auch im Hintergrund, die Fahrzeugphysik wurde nochmal deutlich überarbeitet, sie schmeißt natürlich mit Zahlen um sich, die kann man jetzt nicht überprüfen, aber durch die Mehrpower des Series X haben wir jetzt 48 mal besser simulierte Fahrphysik. Ja, das kann gut sein, das werden wir natürlich niemals überprüfen können, aber es soll sich natürlich feinwilliger fahren und in den bisherigen Forza Monthlies haben sie natürlich auch sehr viel drüber geredet, was alles im Hintergrund simuliert wird und bearbeitet wird und. Also da ist ja einiges im Hintergrund wirklich aktiv am Start, also dementsprechend, das kann durchaus sein, möglicherweise. Eine Sache, die sie auch endlich reinbringen, wo ich sehr, sehr drüber froh bin, oder wieder reinbringen, ich weiß gar nicht, ob es mal drin war, Forza Motorsport ist mittlerweile, das ist schon zu lang her. Reifen- und Spritmanagement. Also während eines Rennens musst du auf deine Reifen achten und auf deinen Sprit achten und musst je nachdem, wie lange das Rennen geht, Boxenstops machen. Es wäre sehr cool gewesen, hätten sie im Gameplay einen animierten Boxenstop gemacht. Ich hoffe, da sind welche drin, weil das ist bei Gran Turismo immer noch eine Sache, die ich sehr, sehr lecker finde, diese animierten Boxenstops. Mal abwarten. Aber eben sowas ist drin und auch verschiedene Reifentypen. Das hatte Forza Motorsport auch vorher nie, dass du halt eben weich, mittel, hart, höchstreich, medium, weich, mittel, hart, Intermediate und Regenreifen sowas haben willst und dann eben natürlich aufgrund Wetter und Tag-Nacht-Wechsel ja vielleicht deine Reifen ändern müsst, weil natürlich dieser Tag-Nacht-Wechsel auch verschiedene Temperaturen mit sich bringt. Es ist Nacht, ist die Strecke kälter, es ist Tag, die Sonne scheint, ist die Strecke natürlich wärmer, dementsprechend Reifenverschleiß, dies, das. Das sollte man damit alles rein berechnen. Ja, auf der Webseite selber haben sie auch noch die Fahrzeuge schon angekündigt, die bisher so im Trailer und Gameplay sichtbar waren. Packe ich euch einfach mal den Link unten in die Videobeschreibung, könnt euch das gerne mal auschecken. Und am Donnerstag beim Forza Monthly, das ich leider nicht schauen kann, weil ich da im Urlaub bin, da wird dann nochmal ein bisschen mehr auf den Trailer gesondert eingegangen. Was wir im Trailer noch gesehen haben, erstmal wie gesagt schöne Fahrzeuge, dies, das. Im Trailer selber gab es halt auch nochmal ein paar Strecken zu sehen, unter anderem Spa, Laguna Seca, dann haben wir natürlich wie gesagt Maple Valley, dann Kia Mali Grand Prix in Südafrika und den Circuit Hakone in Japan als zwei neue Strecken, die in Forza Motorsport mit drin sein werden. Ja, sonst, wie gesagt, haben wir so zum Grund-Gameplay vom Karriere-Ding und Multiplayer und so noch nichts erfahren. Also es ging heute halt wirklich rein um die technische Seite des Spiels, die man halt jetzt endlich mal in Gameplay zeigen wollte. Man hat ja vorher sehr viel drüber geredet, außer den Render-Trailer gab es halt nicht viel. Jetzt hatte man das endlich mal als Gameplay gesehen und wie gesagt, man muss nicht mehr reden, es sieht sehr, sehr gut aus und das ist auf jeden Fall, das kann man nicht verneinen. Und jetzt werden wir auf dem Weg zum Frühling 23 so nach und nach ja auch mehr Gameplay und Screenshots und einfach mehr, ich sag mal, Ingame-Inhalte vom Spiel sehen, was ja eben das Problem die letzten Jahre war, dass wir da sehr, sehr wenig gesehen haben und man immer nur sehr viel Blabla hatte und man sich immer gewundert hat, es dauert so lange. Aber wir sehen, es gibt das Spiel. Und jetzt natürlich der wichtige Punkt, sieht es nicht nur gut aus und fährt sich nicht nur gut, sondern hat es auch im Hintergrund was zu bieten. Weil das ist natürlich auch der wichtige Punkt, wie ist die Singleplayer-Karriere, weil ich will eine vernünftige Karriere haben. Wie ist der Multiplayer? Also dementsprechend, ja, da, wie gesagt, haben sie jetzt auch bis Frühling 23 noch einiges an Aufklärungsbedarf, meiner Meinung nach, der da nach und nach so stattfinden soll. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, was das Spiel im Hintergrund so bieten wird. Weil, wie gesagt, grafisch und so, brauchen wir nicht mehr reden, da liefert das Spiel ab. Die neue Forza Tech Engine, die räumt auf jeden Fall richtig auf die Series X und finde ich sehr, sehr gut, also wirklich gut ab. Da hat sich die Arbeit der letzten Jahre auf jeden Fall gelohnt. Man merkt es einfach, dass sie da wirklich Zeit reingesteckt haben und das Spiel von Grund auf aufgebaut haben und nicht Forza Motorsport 7 genommen haben und das versucht haben umzustülpen. Das hätte niemals funktioniert. Ich würde mal behaupten, bei den Fahrzeugmodellen, die werden nicht hundertprozentig alle neu sein, weil da werden auch ein paar alte
Wii U's werden wie bei Forza Horizon. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie die alle komplett neu aufgebaut haben, aber die werden sie höchstens hier und da eben natürlich an die neue Engine angepasst haben, verbessert haben, weil zum Beispiel, wo man in der Boxengasse eben den offenen Motorraum sieht mit der Hitzeschutzfolie und sowas, klar, sowas ist natürlich bei Forza Motorsport 7 niemals so drin gewesen, dementsprechend. Ich persönlich bin aber heiß drauf, ich finde den Release Zeitraum auch sehr, sehr geil, weil wir über den Winter mal eh genug bekommen. Forza Horizon 5 wird höchstens seine zweite Expansion in den Zeitraum raushauen. Wir werden hoffentlich das neue Need for Speed bekommen. Und dann haben wir dann wieder bis Sommer so ein Loch. Und dann ist so ein Spiel halt wirklich, also muss ich sagen, finde ich vom Release-Zeitraum sehr, sehr geil, weil Weihnachten haben wir eh genug zu zocken. Und dann ab Frühling dann mit Forza Motorsport reinstarten. Habe ich sehr, sehr Bock drauf. Ja, wie gesagt, das, was man heute gesehen hat, ich bin hyped, da habe ich Bock drauf. Jetzt müssen die Jungs halt noch abliefern und mir zeigen, was hat das Spiel noch zu bieten, außer dass es schön aussieht und ja, technisch ein Brett ist. Weil muss ja auch noch irgendwas zum Spielen da sein, weil das war auch, also wie gesagt, das war ja nicht das Hauptproblem von Forza Motorsport 7, dass es absolut scheiße aussah und sich komplett scheiße fuhr. Das war beides recht okay. Drumherum war halt so ein bisschen problematisch und deswegen, da haben sie von meiner Meinung nach auf jeden Fall noch ein bisschen was zu zeigen. Wie gesagt, kommt das im Frühling raus, deswegen passt das. Ne? Die meisten Spiele, die jetzt teilweise im November erst rauskommen, werden jetzt erst angekündigt. Also dementsprechend, sie haben jetzt noch genug Zeit über das Jahr, sich in das Gameplay zu zeigen. Und ich denke, da werden in den Forza Monthlies auch noch einige Inhalte kommen. Wie gesagt, im Donnerstag soll anscheinend auf den Trailer eingegangen werden. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, dann gucke ich mal, was man daraus so rausfischen kann. Aber so wie gesagt, die ersten Infos klingen cool. Ich packe euch den Link zur Info auf der Website auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt auch nochmal reinstecken. Wie gesagt, die Autos, die man im Trailer und Gameplay gesehen hat, sind da auch aufgelistet. Und ein paar schicke Fahrzeuge auf jeden Fall dabei. Und ja, ich bin damit auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann, ja, im wunderbaren nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I better